Hallo und willkommen zurück zu Cities XXL. Und ja, die letzte Folge fürs Erste in dieser Stadt. Gerade sieht es sehr danach aus, dass wir der Strand spielen werden, aber jetzt wollen wir hier noch ein bisschen aufräumen und vorbereiten, dass wir hier auch diese Stadt ja, mit gutem Gewissen verlassen können. Und dieser aktuelle Kontostand hier, der lässt mir keine Ruhe. Und darum denke ich, werden wir jetzt wirklich hier diesen komischen Park-and-Ride-Dingens da abreißen. Ist zwar, na, teilweise ganz praktisch. Hallo, kannst du bitte freischalten? Danke. Aber halt verdammt teuer. Drum einmal abreißen. Und dann, welches ist es? Park and Ride hier, Busgeschäft. Werden wir auch gleich noch mit abreißen. Lieber baue ich das nochmal, wenn wir genügend Geld haben. Ja, schauen Sie mal im Positiven. Als dass wir da so viel negativ haben. Aber werden natürlich die Linien nachbauen. Und zwar mit einem ganz normalen kleine Haltestelle. Ja. Im Prinzip können wir eigentlich auch die hier erstmal nutzen. Und ja, nehmen hier auch mal die Haltestelle. Fahren hier ein bisschen anders. Hier fahren wir hier hoch. Genau. Der sind wir auch schon hochgefahren. Ja, egal. Haben wir hier auch. Vielleicht doch ein bisschen anders. Und zwar hier so. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass die umsteigen können. Wenn sie wollen. Und ja, fahren wir hier noch rüber. Nee, hier fahren wir nicht mit rüber. Sondern fahren hier zurück. Und ja, fahren mehr oder weniger zurück. Ich hoffe, das hat halbwegs funktioniert. So wegen Einbahnstraße und so. Mal gucken. Hier unten irgendwo. Das ist die 6er, die neue, oder? Oder ist es die 1er? Ne, das müsste die 1er sein. Okay. Ist es eine Einbahnstraße oder nicht? Nee, ist es tatsächlich nicht. Ja, dann könnte es sogar klappen. Ja, dann nehmen wir mal einfach an, es klappt. Dann bauen wir noch eine. Wir haben ja 3 zur Verfügung. Die fährt auch wieder. Nee, die fährt jetzt mal ein bisschen anders. So. Hier. Hier rein. Hier. Da hoch, darüber, hier lang und dann so. Zurück. Genau. Wunderbar. So, was wir jetzt natürlich nochmal nachschauen könnten, ist, wo wollen die überhaupt alle hin? Nirgends, weil irgendwas nicht stimmt. Arbeitsplatzsituation ist nicht so. Schauen wir mal hier kurz rein. Freistellen 2%. Also, so viele können doch hier gar nicht arbeiten. Okay, also das ist wohl der Weg zur Arbeit, wenn ich das richtig sehe. Der geht hier hin, zur Bushaltestelle und fährt los. So ist gut. Brav. Medizinische Versorgung und Freizeitangebot und sonst was. Ja. Nicht so gut. Transportwesen, schauen wir mal kurz rein. Verkehr, ja, ist ganz okay. Busverkehr, könnte besser sein. Schauen wir mal kurz. Hier können wir mal zurückschrauben. Kostet auch nur Geld und somit ist das auch deutlich angenehmer. Wunderbar. Schwerindustrie haben wir was über, Strom und Hightech nicht. Da müssen wir also nachlegen. Und ja, dann würde ich sagen, bauen wir hier die Mittelstromversorgung. Kostet zwar wieder und jetzt werden wir wahrscheinlich wieder ins Negative sinken. Schauen wir gleich mal. Gerade noch nicht. Vielleicht, weil wir keine Führungskräfte haben.
Na, auf jeden Fall kommen wir schon mal ins Negative. Naja, wir bauen auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Führungskräfte nach. Die hatten wir ja da hinten. Und das kann niemals ausreichen. Aber hier ist noch Platz. Gut, dann machen wir das hier hin. Beziehungsweise hier erstmal auf einzelne Gebäude. So und so. Nein. So. Passt da noch was rein? Nein. Da wird aber noch was reinpassen. Dann. Einmal, zweimal. Nee, das ist ja total die Verschwendung. So schon eher. Was können wir hier noch Schönes reinbauen? Sowas. Gut. Dann sollten wir die Führungskräfte auch gleich wieder kriegen. Ja, 9%. Ja, gab wieder mal einen kleinen Patch, der irgendwas mit den Achievements beheben soll. Was genau und ob es funktioniert hat, werden wir mal sehen. Also ob schnell die Achievements schneller kommen. Nicht genügend Wohnraum, Verkehrsprobleme, Freizeitangebot und Polizei, okay. Fangen wir doch mal an mit Polizei. Oh ja, die Sicherheit ist katastrophal. Dann bauen wir da meine hin. Kostet auch schon wieder 1000. Ein Freizeitangebot. Ja, Freizeit. Kartbahn, Bowlingbahn, Basketball. Ich glaube, hier bei denen sind wir mit einem Swimmingpool besser aufgehoben. Geht natürlich auch schon wieder ins Negative, aber naja, immerhin etwas besser. So, mal ein bisschen schneller. Was ist denn hier los? Ist der so kompliziert? Das Gebäude braucht ungelernte Arbeitskräfte. Das ist natürlich toll, dass die von ganz da hinten bis ganz nach da fahren dürfen. Und wir haben auf jeden Fall freie Stellen bei den Ungelernten. Dann hohe Dichte. Die haben wir ja jetzt. Urp. Wo bauen wir die hin? Hier vielleicht. Au, groß, groß. Sehr groß, verdammt, damit hatte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, keine Ahnung warum. Okay, probieren wir mal hier unten. Okay. Da sollten jetzt doch ein paar einziehen. Freistellen zwei. Große Gebäude. Sehr große Gebäude. Und ja, also das behebt die freien Stellen auf jeden Fall mal. Definitiv da. Gut, dann können wir doch wieder uns hier um die kümmern. Warum will da niemand? Ah, weil wahrscheinlich die ganzen Sachen nicht erfüllt sind und deswegen mag da niemand einziehen. Okay. Das heißt, medizinische Versorgung. Irgendwie mehr, die das. Na, eher nicht. Okay, dann einfach sowas hier. Auch dahin. Brandschutz haben wir noch jetzt, oder nicht? Ne, das ist Polizei, das heißt, wir brauchen noch Brandschutz. Feuerwache. Dahin. So, seid ihr jetzt glücklich? Nicht so wirklich. Einzelhandel. Dann bauen wir doch da mal ein Einzelhandelgebäude hin.
Ich meine, das gibt immerhin auch Steuern. Also, warum nicht? Qualifizierte, da hatten wir noch einen. Hatten wir noch einen Überschuss, dachte ich. So viel dazu. Hat sich gerade erledigt. Na, immer noch, aber trotzdem Freizeit ist nicht ganz so toll. Das sollte jetzt besser werden. Aber wir sind schon wieder bei minus 10.000 fast. Das ist natürlich katastrophal. Das ist definitiv katastrophal. Aber wir kriegen hier zumindest jetzt wieder mal ein paar dazu. Yep, das ist schön. Also es ist nicht mehr ganz so katastrophisch. Gibt es dieses Wort? Katastrophisch. Okay, wie auch immer. Wir sollten uns ein bisschen um Industrie wieder kümmern. Beziehungsweise jetzt erstmal wieder Handel. Und zwar haben wir einen Kraftstofftoken. Wieso ist das gerade hochgegangen? Und einen Schwerindustrie-Token. Sehe ich das richtig? Und die gehen gerade nicht hoch. Ey. Ey. Was ist das denn jetzt? Wird das nur nicht angezeigt richtig, oder? Okay. Das sieht schon eher danach aus. Tokenhandel. Katastrophe. Ja, wir haben... Oh, wir haben fast 100.000. Und wir brauchen... Ja, auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Industrie wieder. Beziehungsweise, wie sieht es denn aus? Büros minus. Ja, dann brauchen wir definitiv Büros. Mehr Büros. Definitiv. Nur wohin? Machen wir mal einzelne Gebäude und füllen hier wieder auf. Ach, nee, du nicht. Jetzt habe ich das Gebäude überbaut. Das wollte ich damit nicht machen. Oh, wir haben Spitzenkräfte. Wir haben Spitzenkräfte. Kleine Wohnhäuser und mittlere Hightech-Industrie. Die brauchen also vermutlich Spitzenkräfte. So. Führungskräfte, Qualifizierte. Kommen aber rein, wunderbar. Und ja, wo wir die Spitzenkräfte ansiedeln, ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht da, wirklich da hinten. Ist hier auch irgendwas Neues? U-Bahnhof. U-Bahn könnten wir jetzt bauen. Oder könnten wir vielleicht auch schon länger bauen. Das ist das große Flughafen. Ich möchte jetzt einfach nur mal sehen. Kann ich nicht, weil nicht genügend Geld, oder? Wahrscheinlich nicht genügend Geld. Schade, eigentlich hätten gern gesehen. Hier irgendwas. Das Brandenburger Tor könnten wir jetzt schon bauen. Aha. Und, ja, wie gesagt, die Spitzenkräfte, aber schauen wir mal. Ah, hier oben, die Hightech-Industrie rüstet jetzt langsam mal nach. Das ist doch schön. Sag mal, hatten wir nicht bei Steuern denen irgendwie eine Vergünstigung gegeben? Vergünstigungen sind weg. Steuervergünstigungen kann man machen, wenn man zu viel Geld hat. So. Besser. Rentabilität, Insolvenz wegen ja, qualifizierte Arbeitskräfte, okay. Also, ja, qualifizierte müssen wir wieder mehr machen.
irgendwie vermute ich fast, wir müssen jetzt langsam mal hier runter mit den Qualifizierten auch noch. Also so langsam runter. Schauen wir mal. Machen wir erstmal hier ein bisschen was. Und so. Dann kommen da schon mal ein paar mehr. Tourismus negativ, Kraftstoff positiv. Na? Kraftstoff. Jetzt schon wieder los. Okay, ich kann. Hat sich wohl wahrscheinlich gerade geändert. Apropos Kraftstoff. Wir werden ja. Ja, bald. Nee, beim nächsten Mal eine neue Stadt beginnen. Und die hat weder Wasser noch Kraftstoff. Das heißt, wir sollten vielleicht schauen, dass wir noch ein bisschen Wasser bekommen. Wasserreservoir. Ah, das kann man irgendwo hinbauen, okay. Ja, dann bauen wir lieber, stellt Wasser bereit. Und zwar so viel wir noch hinkriegen. Also einmal da. Einmal da. Da und dann kriegen wir wahrscheinlich noch eins rein. Fangen wir mal hier hinten an. Oh, komm schon, irgendwo da noch. Boah, ganz knapp. Was natürlich viel zu teuer ist. Ich hoffe, wir können das teuer verkaufen. Das ist natürlich total überteuert. So, komm schon. Und da rein. Und da hinten noch mal. Ah, da ist der Punkt wohl. Irgend sowas. Gut. Tokens. Von Wasser müssten wir jetzt ein paar über haben. Fracht. Wasser. Nein? Kommt noch? Oh, das ist. Oh, falsche Seite. Ups. Jetzt aber. Und. Jetzt und da natürlich auch. Oh Mann, wie blöd. Da geht es sogar. Okay. Dann haben wir jetzt tatsächlich Wassertoken über und sogar ein paar. Wunderbar. Aber ich habe das Gefühl, die sind nicht ganz so viel wert, wie ich jetzt hier bekomme. Ah, nee, nicht wirklich. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen und. Ja, ich meine, im schlimmsten Fall können wir sie nochmal abreißen. Würde auch gehen. Aber. Produktionsgewerbe, warum geht das gerade runter? Hier war Hightech, richtig? Hier war auch Hightech. Hier oben ist Produktionsgewerbe. Dann. Mehr Produktionsgewerbe, her damit. Oh, das ist definitiv zu viel. Bin schon irgendwie auf die neuen Größen. So. Und ja, hier hat man schon die ganz dicken. Braucht Führungskräfte, haben wir doch. Haben wir schon wieder keine. Und was ist jetzt hier das Problem? Also, dass es gelb ist, sagt nicht wegen Produktionsgewerbe. Nicht genug Wasser. Das bezweifle ich jetzt mal. Nicht genügend Strom kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Ich meine,
Also wir brauchen auf jeden Fall deutlich mehr hier Führungskräfte. Da, glaube ich, müssen wir nicht lange drum herum reden. Das heißt, ja, wo siedeln wir die an? Langsam wird es echt voll. Langsam wird es richtig voll. Haben wir da oben noch irgendwas? Kleine Allee. Nee. Sowas. Und dann weisen wir da mal Gebiete zu. Oh, nicht übertreiben. Echt nicht übertreiben. Oh, das könnte ganz nett sein. Hier so. Irgendwas aufziehen hier so. So ein Uhrenwerk in der Mitte, mehr oder weniger. Na, keine Ahnung, ob das funktioniert. Schauen wir mal. Ja, hier sind sie wieder mal mit allem nicht zufrieden. Ja, weil das vor allem nicht darüber reicht. Aber jetzt passt zumindest mal das Produktionsgewerbe wieder. Ist ja schon mal was. Und wir sind wieder im Positiven. Das ist auch was. Das ist definitiv was. Kann es sein, dass die ganz schön viel Steuern zahlen? 120. Das ist eigentlich das Top 10. Ein Lagerhaus. Okay. Ich wusste nicht, dass ein Lagerhaus etwas produziert, aber man lernt ja nie aus, nicht wahr? Und da oben ist Katastrophe. Weil keine Führungskräfte. Okay, aber die stellen jetzt gerade ein. Das heißt, es wird besser. Steuern 436. Was war da gerade? Oh ja. Und das Schlechteste natürlich das Kraftwerk. Aber mei. Hilft ja nichts. Das ganze Zeug hier produziert. Nee, verbraucht Strom. Jetzt sind wir Wasser schon wieder im Negativen. Ja, der kam auch ein bisschen verspätet. So ein bisschen. Das kann einfach nicht sein. Außer. Oh, da ist noch eins. Außer die produzieren gerade weniger oder sowas. Es. Was willst du? Wie du eine Verbindung hast. Ah, jetzt ja. Okay. Ja, wir brauchen wieder Arbeitskräfte. Sehe ich das richtig? Ja. Puh, langsam wird das jetzt echt stressig mit den Arbeitskräften, die immer nachzuholen. Die sind doch recht groß. Lohnt sich das hier schon? Da kann man aber da nichts mehr bauen. Ach, egal. Machen wir jetzt so. Und was wir hier drin machen, überlegen wir uns noch. Oh, irgendwas grün. Zu viel Wasser. Gibt's auch mal. Das ist dann auch mal neu. Büros ist immer noch Katastrophe. Aber hier, die Ungelernten werden doch jetzt mal hier. Oh ja. Oh, oh, oh ja. Da darf ich nicht übertreiben. Da darf ich definitiv nicht übertreiben. Gut, nicht genügend Schwerindustrie. Sagt er jetzt gerade noch. Dann.
Legen wir nach an Schwerindustrie. Die haben wir jetzt so hingesetzt. Hier hin, okay. Das heißt, wir wollten hier gucken, wie viel Platz wir dafür brauchen. So viel ungefähr. Sieht doch nicht ganz verkehrt aus. Ja, bis auf die Qualifizierten sieht es auch gerade echt gut aus. Dann, wie viel brauchen wir da? 150.000. Ja, da kommen wir jetzt immer schneller hin, natürlich. Einfach durch die Tatsache, dass mehr Leute in die ganzen Wohnungen passen. Und dann kriegt man da natürlich schnell seine Einwohner zusammen. Gut, wir wollten noch ein bisschen Öl produzieren. Was können wir hier machen? Erhöht die Ölproduktion. Effizienz niedrig. Naja, ich glaube, wir fangen erstmal mit dem noch ein Ölfeld ganz normal an. Stellen wir irgendwo dahin. Oder auch so, dass es reinpasst. Na komm. Gib doch. Und jetzt sind wir wieder im Minus bei Betriebskosten von ziemlich viel. Aber dafür müssten wir wieder ein paar Token über haben. Yep. Zum Beispiel Wasser, Schwerindustrie, gelernte Arbeiter, ja, okay, und Kraftstoff. Buslinie ist überlastet. Oh ja. Oh ja, das ist die, die wir hier losgebaut haben, die nach oben fährt. Das freut mich ja fast. Das freut mich ja fast. Das bedeutet nämlich, dass sie gut angenommen wird. Wobei ich es interessant finde, dass wir dann noch eine haben, die nicht so gut ankommt. Ach nee, das ist nicht die neue, so rum. Das ist die erste. Okay. Okay, jetzt werden die Büros langsam echt katastrophal. Da müssen wir jetzt echt nochmal was machen. Und zwar nicht zu knapp. Ich meine, warum nicht hier unten auch noch? Oh, das ist ein bisschen zu groß. Aber so. Und hier auch noch. So, dann hoffe ich jetzt mal, dass das hier besser passt. Oh, jetzt sind wir noch im Negativen, aber das sollte sich jetzt auch recht gleich geben. Okay, wir kommen weiter ins Negative. Okay, Moment, jetzt verstehe ich es gerade nicht. Das hier passt auf jeden Fall. Grundversorgung passt. Aber trotzdem meint er, wir haben nicht genügend Strom. Welche Straßen sind verstopft? Ja, hier so ein paar. Die natürlich. Ja, so viel zum Thema. Wir reparieren die Folge noch ein bisschen. Haben wir irgendwie kaputt gemacht. Aber naja. Entsteht hier noch was? Nee. Okay. Das Einzige, was noch entsteht, sind hier unten die die Büros. Und die brauchen noch qualifizierte Arbeitskräfte. Das heißt, wir werden da jetzt noch mal ein paar ausheben. Und dann, ja, müssen wir einfach mit den Problemen warten, bis wir hier wieder sind. So ist das. So blöd das klingt, aber mei. Wir haben gesagt, wir wollen ja uns jetzt um eine neue Insel kümmern, beziehungsweise um ein neues Land.
Ist ja keine Insel. Oder wird wahrscheinlich keine Insel. Außer im letzten Moment schreien doch noch alle Insel. Und ja. Nee, das funktioniert nicht. Bisschen weiter. Dann ist das halt so. Ja, also ich denke, das würden wir jetzt schon noch hinkriegen. Wir haben jetzt gerade immer so das Problem, je mehr Einwohner wir bauen, desto mehr andere Sachen brauchen wir und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind gerade so ein bisschen in der Spirale. Aber jetzt haben wir hier genügend zur Verfügung. Und hier entsteht viel, das ist gut. Man sieht es auch, also die Bilanz nähert sich jetzt wieder der Null. Wir könnten jetzt hier noch ein bisschen Industrie aufziehen. Ich mache es jetzt doch nochmal kurz. Einfach weil ich gerne doch noch irgendwie ins Positive kommen würde, aber ja, ich vermute. Oh! Nee. Also. Gut, dann habt ihr halt ein bisschen Glück gehabt. Viel Platz. Ja, aber mit diesen Gebäuden hier soll es halt definitiv ins Positive kommen. Wobei mich wundert, die produzieren irgendwie sehr wenig Geld. Steuern. Das Produktionsgewerbe macht da schon deutlich mehr. Sehe ich das richtig? Wir bauen nochmal Produktionsgewerbe. So, und jetzt ist wirklich gut. Oh, auch die Spitzenkräfte. Braucht irgendwas Spitzenkräfte? Nö. Okay. Gut. So, jetzt haben wir eh schon überzogen, aber wir sind wieder im Positiven. Und wir brauchen scheiße Strom. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Ja, wie auch immer. Beim nächsten Mal, wenn wir hier wieder sind, was in entweder 5 oder 10 oder sonst was Folgen sein wird, werden wir uns dann halt einfach drum kümmern, um die ganzen Probleme, die anstehen, werden dann aber hier auch ein paar Urlaubstokens zur Verfügung haben. Ach du Scheiße. Und drum ignorieren wir jetzt hier einfach mal alles, was hier nicht so ganz perfekt läuft. Und sehen uns dann das nächste Mal wieder auf unserer Strandkarte. Genau. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.